Hallo zusammen und willkommen. Chiasamen gelten als Superfood. Die Chia-Pflanze, die zur Pflanzengattung der Lippenblüter gehört, stammt ursprünglich aus Südamerika. Bereits vor Jahrhunderten wurde die kraftverleihenden Eigenschaften der schwarzen Körner von den Maya und Azteken entdeckt. Wenn du täglich Chiasamen isst, wirst du selbst feststellen, welche Effekte das vitalstoffreiche Nahrungsmittel hat. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Und wenn du dich für Naturheilkunde interessierst, dann haben wir noch einen Tipp für dich. Mehr dazu findest du ganz oben in unserer Videobeschreibung. Die Salbei-Art Salvia hispanica ist in Mexiko und Guatemala beheimatet. In der Sprache der Maya bedeutet das Wort Chia etwa Kraft oder Energie. Die proteinreichen und glutenfreien Chiasamen gehören in Mittel- und Südamerika zu den Grundnahrungsmitteln. Als energiespendende Nahrungsmittel werden die Samen der Salbei-Pflanze bereits morgens zum Frühstück konsumiert. In der mexikanischen Volksmedizin geht man davon aus, dass bereits ein einziger Teelöffel Chiasamen ausreicht, um für 24 Stunden Energie und Power zu haben. Im Fokus steht dabei die stärkende Wirkung der schwarzen Samen. Je nach Saatgut bestehen Chiasamen zu etwa 30-40% aus Chiaöl und zu etwa 20% aus Protein. Im Superfood stecken außerdem viele Vitamine und Mineralstoffe, die gut für die Gesundheit sein sollen. So ist in Chiasamen ca. 5-mal so viel Kalzium enthalten als in Milch. Außerdem sind die kleinen schwarzen Körner reich an Omega-3-Fettsäuren. Wenn du täglich 2 Esslöffel, also etwa 25 Gramm Chiasamen isst, bekommt dein Körper wichtige Fette und Aminosäuren. Eine kleine Portion Chiasamen genügt bereits, um den täglichen Bedarf an Mineralstoffen und Vitaminen zu decken. In dieser Menge Chiasamen sind unter anderem die Vitamine E, B1, B3 und Vitamin A sowie Biotin, Calcium, Eisen, Kalium, Magnesium, Phosphor und Zink enthalten. Außerdem enthalten Chiasamen auch Selen, das vom Körper als Zellschutz benötigt wird. Das Spurenelement Selen besitzt eine stark antioxidative Wirkung. Antioxidantien können freie Radikale binden und dadurch Schädigungen der Zellmembranen durch oxidativen Stress verhindern. Freie Radikale sollen den Alterungsprozess beschleunigen und akute Zellschäden verursachen. In Chiasamen befinden sich weitere wichtige Nährstoffe in relevanten Mengen. Omega-3-Fettsäuren sind lebenswichtig und werden im Organismus für eine Vielzahl verschiedener Prozesse gebraucht. Mit dem täglichen Verzehr von Chiasamen erhält dein Körper gesunde Fettsäuren, die dringend benötigt werden. Der hohe Omega-3-Fettsäuregehalt ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb Chiasamen als Superfood bezeichnet werden. Während Chiakörner beinahe so viele Omega-3-Fettsäuren enthalten wie zum Beispiel Leinsaat, haben sie jedoch deutlich weniger Kalorien. Dies liegt daran, dass in Chiasamen insgesamt weniger Fett enthalten ist als in Leinsamen. Gleichzeitig sollen die schwarzen Körner über fast doppelt so viel Eiweiß verfügen als wie Getreide. Ein Ersatz für Brot sind Chiasamen zwar nicht, aber als Bestandteile eines gesunden Frühstücks werden die kleinen schwarzen Körner sehr geschätzt. Für die tägliche Proteinversorgung soll bereits eine kleine Menge Chiasamen ausreichen. Wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, kannst du von Chiasamen als natürlichem pflanzlichen Eiweißlieferanten profitieren. Neben einer hohen Nährstoffdichte können Chiasamen auch durch ihren Mineralstoffgehalt punkten. Das in den Chiasamen enthaltene Calcium hält Zähne und Knochen stabil. Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Eisen, Phosphor, Kupfer und Zink, die ebenfalls reichlich in Chiasamen enthalten sind, werden für den Skelettaufbau gebraucht, kurbeln den Stoffwechsel an und stärken die Immunabwehr. In Chiasamen sind die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren im idealen Verhältnis von 3:1 enthalten. Omega-3-Fettsäuren sind gut für Herz und Kreislauf, wirken entzündungshemmend und können die Konzentrationsfähigkeit steigern. Was also nun ist das Besondere an Chiasamen? Das Besondere an Chiasamen ist, dass sie viele Nährstoffe liefern und relativ wenig Kalorien enthalten. Deshalb werden die schwarzen Körner auch beim Abnehmen verwendet. Durch ihren hohen Ballaststoffgehalt quellen die Chiasamen im Magen auf und erzeugen ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Wenn du Chiasamen isst, solltest du dazu viel trinken. Beim Verzehr von 15 Gramm Chiasamen pro Tag ist kaum mit Nebenwirkungen zu rechnen.
Um Blähungen oder Durchfall zu vermeiden, solltest du die empfohlene Tagesmenge jedoch nicht überschreiten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.